Fangen wir mit dem ersten Talk an. Erstmal willkommen zu Joham. Joham ist ein Wissenschaftskommunikator, also ein Wissenschaftsdarsteller, der seine Wissenschaftserfahrung am Max-Planck-Institut gemacht hat. Und er wird euch einen Crashkurs geben für Einführer, um die wissenschaftliche Methode zu verstehen und zu verstehen, was ist Wissenschaft. Ja, Joram, jetzt bist du dran. Also Science 101, eine Einführung in die wissenschaftliche Methode. Bei uns kommt jetzt noch nichts an. Wir hoffen, das ändert sich gleich. Ah, hallo, schön, euch hier zu haben. Ich bin Joram Schwarzmann und ich bin ein Pflanzenbiologe. Heute möchte ich über Wissenschaft sprechen. Ich habe für viele Jahre in der Wissenschaft gearbeitet, während meinem Diplom und meiner Doktor. Ich habe an Universitäten und am Max-Planck-Institut gearbeitet. Also ich weiß, wie diese Strukturen funktionieren. Nach meinem Doktor habe ich meine Forschungskarriere verlassen, um über Wissenschaft zu reden. Ich rede über Wissenschaft sowohl in meinem Hauptjob als auch eben in meiner Freizeit. Ich rede heute nicht wirklich viel über Pflanzen, sondern stattdessen rede ich über Wissenschaftskompetenz. Also wie funktioniert das wissenschaftliche System? Wie liest man wissenschaftliche Informationen und welchen Informationen kann ich vertrauen? Wissenschaft ist wirklich ein großes Thema. Also, bevor wir anfangen, ein paar Dinge, die wichtig sind. Ich weiß Dinge über naturwissenschaftliche Forschung, aber es gibt so viele andere Forschungen aus draußen, also zum Beispiel Sozialwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Und diese haben viele Ähnlichkeiten zu den naturwissenschaftlichen Forschungen, aber eben auch sehr viele andere Situationen. Und über die Wissenschaft zu reden, ist auch wirklich weniger präzise, als Wissenschaft tatsächlich zu tun. Also alles, was ich sage, gibt es bestimmt ein Gegenbeispiel. Also wenn irgendwas in deinem Land oder in deinem Bereich anders ist, dann haben wir wahrscheinlich beide recht. Es gibt drei Teile von Wissenschaft, die miteinander verbunden sind. Das erste ist das wissenschaftliche System. Das zweite ist die Menschen, die Wissenschaft betreiben, also Forscherinnen. Wir wollen uns anschauen, wie wird man Forscher? Und wir wollen uns anschauen, wie wird man Forscher? Und welche Biases, also welche Befangenheiten haben diese? Und das dritte sind die Veröffentlichungen. Es gibt verschiedene Arten von Veröffentlichungen in der Wissenschaft und nicht allen kann man gleich vertrauen. Erstmal das wissenschaftliche System. Wissenschaft wird systematisch durchgeführt. Es gibt ein komplexes System, wie wir Wissenschaft machen. Wichtig ist die wissenschaftliche Methode, die ist sozusagen im Mittelpunkt. Die wissenschaftliche Methode, ohne wissenschaftliche Methode haben wir irgendwie Raten und falsche Dinge. Früher haben wir geglaubt, dass feine Männer keine Krankheiten weitertragen können, dass die Leber Blut erstellt. Dank dieser wissenschaftlichen Methode haben wir ein System, das uns sagen kann, wie wir eben Wissenschaft betreiben können. Jetzt kann ich sagen, also dieses Jahr bin ich relativ stark gealtert und ich kann jetzt sagen, jetzt habe ich Stiefmütterchen auf meinem Balkon und ich habe gelbe oder blaue und da sind Bienen und Bienen scheinen irgendwie eher die gelben Blumen zu mögen und jetzt habe ich mich gefragt, mögen Bienen wirklich lieber gelbe Blumen als blaue Blumen? Dann habe ich mir eine Hypothese überlegt, Bienen mögen gelbe Blumen mehr als blaue Blumen, dann habe ich gelbe Blumen und blaue Blumen aufgebaut und habe eben die Bienen gezählt, die an den verschiedenen gelben oder blauen Blumen gelandet sind.
Da hatte ich super viel Spaß dabei und am Ende schaue ich mir eben an, okay, es gab 64 Bienen auf den gelben Blumen und 27 Bienen auf den blauen Blumen. Okay, dann kann, das sagt mir relativ klar, Bienen bevorzugen gelbe Blumen. Und jetzt kann ich sagen, meine Hypothese stimmt. Jetzt habe ich eine neue Wahrnehmung gemacht, eine neue, und jetzt habe ich eine neue Hypothese. Wie sieht es mit anderen Insekten aus? Haben andere Fliegen, mögen andere Fliegen auch lieber gelb als blau? Und jetzt, Wissenschaftler schreien bestimmt jetzt. Weil mein Experiment und die Lösungen, die ich daraus geschlossen habe, die Schlüsse, sind irgendwie falsch. Das erste ist, ich habe keinerlei Kontrollvariablen gemacht. Was ist mit der Zeit? Irgendwie gibt es Zeiten, wo Bienen zum Beispiel gelb oder blau bevorzugen. Was ist, wo die sind? Also irgendwie, es wäre gut gewesen, wenn ich die Bienen, wenn ich die Blumen zwischendurch ausgeteilt habe. Es ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, geht es wirklich nur um Farbe? Also ich hätte vielleicht auch ein Stück Papier, das aussieht wie eine Blume, aufstellen sollen, um rauszufinden, geht es wirklich um die Blumen oder geht es wirklich um die Farbe oder geht es eher um den Geruch oder sowas? Und dann habe ich das versucht, irgendwie online auszurechnen. Da habe ich dann einen Fehler bekommen. Und dann habe ich eben mir mal so ein statistisches Buch angeschaut. Und da stand, man muss den Test ganz, ganz oft machen. Man braucht verschiedene Fälle. Es reicht nicht ein Fall. Und wir schauen uns dann eben an die P-Werte. Also in der Biologie wollen wir immer wissen, sind die P-Werte weniger als 5%? Und also dann, der P-Value ist im Prinzip, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, das wir sehen, zufällig erscheint werde. Jetzt gibt es verschiedene Grenzen. Also in bestimmten Physik-Dingen ist es eher 0,0003%, das P-Wert, das gut ist, weil das Universum eben viel größer ist als nur Biologie. Und ganz gut ist es dann, wenn ich das eben sehr, sehr oft wiederhole und wenn ich eben Kontrollvariablen habe. Warum erzähle ich euch das? Ihr wollt doch nur wissen, wie man es versteht, sondern wie man Wissenschaft versteht und nicht, wie man es selber macht. Okay, es ist super wichtig, das zu verstehen, wenn man liest, weil wir finden oft raus, dass super coole Ergebnisse, die wir super spannend finden, eben nicht oft genug, eben nicht von wissenschaftlichen Ergebnissen kommen, die irgendwie sehr oft wiederholt wurden oder viele Kontrolle gemacht haben. Also wenn ihr euch irgendwie wenn ihr irgendwie Papers anschaut, dann achtet darauf, dass es wirklich oft genug gemacht wurde und dass es genug Kontrollvariablen gibt. Und warum gibt es nicht immer mehr und mehr Wiederholungen? Es gibt ein Problem. Oft muss man was zerstören, um es zu erforschen. Und man kann nicht alles einfach kaputt machen. Jetzt habe ich so eine Skala. Wie einfach ist es, etwas, das, was ich studiere, was ich mir anschaue, kaputt zu machen? Ganz links haben wir Partikelphysik. Es ist super einfach, Partikel kaputt zu machen. Man braucht im Prinzip nur so eine Spule und dann hat man das schon gemacht. Und dann kann man super viele Sachen, super viele Experimente machen. Andere Physik-Ergebnisse kann man auch so machen. In Materialphysik ist es so, dass es nur der Preis von einem Stein ist, der dich davon abhält, etwas kaputt zu machen. Was ist mit Biologie? Biologie ist weniger präzise, weil lebendige Dinge sind nicht alle gleich. Also zum Beispiel gleiche Bakterien sind nicht unbedingt genau gleich. Aber wir können glücklicherweise Mikroben umbringen, ohne irgendwie ethische Probleme zu haben. Und Experimente sind sehr einfach mit Mikroben deshalb, aber es ist schwieriger mit Pflanzen. Es ist irgendwie, möchtest du Pflanzen kaputt machen? Das geht relativ einfach. Aber Tiere ist schon ein größeres Problem. Das ist schon sehr komplex. Obwohl wir Schweine umbringen, um Wurst zu haben, wollen wir irgendwie nicht so sehr machen, um Wissenschaft rauszufinden. Also, obwohl man Wiederholungen machen kann und kontrollieren kann für andere Dinge,
man eben nicht einfach unendlich viele Tiere umbringen. Das Gleiche, viel stärker ist es natürlich bei Menschen. Man kann nicht irgendwie Menschen aufwachsen lassen, nur mit Traubenzucker oder sie in kompletter Isolation aufwachsen lassen. Oder man kann sie nicht irgendwie für Krebs, also damit sie mehr Krebs produzieren, aufwachsen lassen. Also man braucht dann ein sehr cleveres Experiment. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie genau können wir sagen, wie vorsichtig müssen wir sein, wenn wir Ergebnisse von verschiedenen Forschungen sehen. Und soweit, also wenn ich jetzt viele Studien habe, dann vertraue ich denen eher, als wenn ich nur wenige Studien habe. Also zurück zur wissenschaftlichen Methode. Es ist ein Kreislauf, es ist niemals vorbei. Und das gilt auch für Wissenschaft. Und wir lernen immer mehr über die natürliche Welt. Es wird nie passieren, dass wir niemals sagen werden, dass wir fertig sind mit Wissenschaft. Wissenschaft kann immer revisiert werden. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Aber die meisten Sachen wurden so häufig überprüft, dass wir sehr hohes Vertrauen daran haben. Also, aber wenn Wissenschaftler zeigen könnten, dass Wasser seltsames Verhalten hat, dann würden wir unser Verständnis von der Chemie und der Physik von Wasser verändern. Und daher sind neue Erkenntnisse und neue Beobachtungen sehr gerne gesehen in der Wissenschaft. Und nun lass uns über Wissenschaftler sprechen. Also das Ding ist, die meisten Wissenschaftler sind tatsächlich Menschen. Das vergisst man häufig, insbesondere wenn man über die Wissenschaft spricht. Und es ist jetzt nicht so, dass Wissenschaftler komplett objektiv sind. Und andere Leute sagen halt auch, okay, Wissenschaftler verschwören sich gegen die Gesellschaft und erzählen nicht die Wahrheit. Und das Ding ist halt, dass Wissenschaftler wirklich nur Leute sind und dass sie halt sich nicht gegen die Menschheit verschwören. I know people who work in pesticide research. They're as miserable as any other researcher. Und weil Wissenschaftler Menschen sind, haben sie halt auch ihre Ideen, ihre Tendenzen und ihre Fehler, ihre Wünsche und ihre guten Absichten. Und sie wollen gute Arbeit machen, um das Leben von Menschen besser zu machen. Aber weil sie halt Menschen sind, haben sie halt Tendenzen, also auch Vorurteile. Und das bedeutet halt auch, dass wie die Daten dann gesammelt werden, wird von diesen Tendenzen beeinflusst. And change our behavior. Und daher ist es wichtig, dass wir nicht also immer wenn wir ähnliche Menschen haben, die zusammenkommen, dann werden sie tendenziell immer mit den gleichen Ideen herumhantieren. Und das ist ein Problem. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, das sind alles Wissenschaftler, sie sind alle objektiv, sie benutzen die wissenschaftliche Methode, daher brauchen wir jetzt nicht Diversität. Wozu ich eigentlich nur sage, das ist einfach nicht sinnvoll. Zum Beispiel war es so, dass die Wissenschaft lange angenommen hat, dass nur männliche Vögel singen. Und daher dachten die halt, dass nur die männlichen Vögel den Brutruf machen, während die weiblichen Vögel einfach nur zuhören. Und wieso haben wir das übersehen so lange? Another study on the studies found that during the die Wissenschaftler, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, warum das so lange gedauert hat, haben sie festgestellt, dass die Zusammensetzung von Wissenschaftlern sich verändert hat, in der Hinsicht, dass mehr Frauen in die Wissenschaft eingetreten sind und dadurch dann ihre eigenen Sichtweisen beigetragen haben. Und nur als die Wissenschaftler sich vermischt haben,
konnte die neue Erkenntnis gefunden werden und die männlichen Wissenschaftler haben auch anerkannt, dass diese neue Erkenntnis wahr ist. Was sagt uns das über die Wissenschaft? Es sagt uns, dass Wissenschaft tatsächlich irgendwie Vorurteile hat. Also es gibt Vorurteile, die wir kennen und Vorurteile, die wir nicht kennen. Und wir müssen das mit betrachten. Also wir müssen uns überlegen, wie designen wir unser Experiment und wie kommunizieren wir das dann, wie bekommen wir die Ergebnisse, und wir müssen wichtig, dass es eben alles von Befangenheit eingeflüchtet ist. Ich persönlich würde lieber auf verschiedene Studien, die alle irgendwie ähnliche Ergebnisse haben, warten. Also zum Beispiel gibt es Studien, die sich anschauen, wie was den Erfolg im Beruf beeinflusst. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie kommt jemand dazu, Wissenschaftlerin zu werden? Und zwar Wissenschaftler als Karriere. Jetzt, natürlich, jeder von uns ist eigentlich Wissenschaftler, wenn er die wissenschaftliche Methode anwendet, aber die meisten von uns werden nicht dafür bezahlt. Als erstmal kommt man in die Wissenschaft. Im Englischen gibt es dann verschiedene Begriffe. In Deutschland ist die Wissenschaft gleichzeitig auch der Begriff für die Institution. Es gibt auch Wissenschaft in der Nichtwissenschaft, also zum Beispiel in Industrie und selbstgemachtes Wissenschaft. Aber heute schauen wir uns hauptsächlich Wissenschaft tatsächlich an. Okay, und jetzt schauen wir uns an, irgendwie den Bachelor zwischen 3 und 12 Monaten, und danach kann man irgendwie vielleicht Wissenschaftler an der Uni werden, und wenn du weiter an der Uni bleibst, machst du meistens deinen Doktor. Dann kannst du irgendwie den Doktor auswählen in einem Formular, und dann musst du erstmal Forschung machen, etwa 3 bis 6 Jahre. Du machst dann irgendwie deinen Doktor und ein paar Veröffentlichungen. Nach dem Doktor machst du deinen Postdoc. Das kommt von Postdoc. Also du musst ein paar Bewerbungen schreiben, sehr viele Bewerbungen. Postdocs machen oft Forschung bei größeren Themen, und die sind nicht so limitiert. Die schreiben im Prinzip Papers so lange, bis 1 oder 2 Dinge passieren. Entweder sie haben das Zeitlimit vom Wissenschaftszeitgesetz erlebt und können dann nicht mehr weiterarbeiten, oder sie werden Professor oder Gruppenführer. Und wenn du dann Professor bist, dann kannst du eben super oft zu Konferenzen gehen und mit anderen Leuten über Wissenschaft sprechen, aber du machst eigentlich keine Experimente mehr. Du hast Postdocs und PhDs, die das für dich machen. Wenn du in der Wissenschaft bleiben möchtest, schau dir bitte dieses an. Was aussieht wie schreckliche Städteplanung, ist tatsächlich schreckliche Karriereplanung. Also irgendwie weniger als 1% werden tatsächlich derjenigen, die ihren PhD anfangen, werden tatsächlich Professoren. Das ist auch, was mir passiert ist. Ich habe keinen PhD. Ich habe es dann nach dem PhD verlassen. Okay, wenn du dann irgendwie einen Master oder Doktor fragst, kannst du dir irgendwie überlegen, ja, okay, meistens haben Professoren mehr Ahnung als Masterstudenten, aber das ist nur so eine grobe Regel. Also oft solltest du dir irgendwie überlegen, ist das ein wissenschaftlicher Konsens, was die darstellen, oder haben sie ihren eigenen Hot Take? Meistens sind viele dieser Wissenschaftler miteinander, also stimmen einander zu, und es ist halt wichtig herauszufinden, ist das ihre Meinung oder die Meinung von allen? Aber bitte fragt die Forscherinnen nicht direkt. Sie werden immer sagen, klar, repräsentiere ich die Meinung von allen. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und einfach rumnerden ist, Dinge aufzuschreiben.
wenn du eine Wissenschaft, wenn du irgendwas Wissenschaftliches machst, dann kann man so sagen, boah, ich bin super intelligent, aber das bringt halt nichts. Deswegen ist es das Ziel von jeder Wissenschaftlerin, dass man die Wissenschaft veröffentlicht und damit eben den gesamten Wissenschaftskörper weiterbringt. Ich habe also dieses Experiment nochmal gemacht. Am einfachsten kann ich darüber tweeten, aber wahrscheinlich gibt es dann irgendeinen zufälligen Menschen, der mir einfach sagt, du bist dumm, go fuck yourself. Stattdessen kann ich zu einer wissenschaftlichen Konferenz gehen und da habe ich viel Kaffee und höre mir viele Vorträge an. Und Konferenzen sind irgendwie der erste Ort, wo Dinge veröffentlicht werden, aber veröffentlicht ist jetzt nur so ein Wort, weil meistens ist es tatsächlich nicht, sind die Vorträge tatsächlich nicht öffentlich. Als nächstes schreibe ich sie dann in ein Paper. Und das schicke ich dann an einem, ich könnte das theoretisch dann selbst veröffentlichen als ein Preprint, also als einen Entwurf eines fertigen Papers. Die sind super, weil es einfach ist, an sie dran zu kommen, aber sie sind nicht so gut, weil sie noch nicht untersucht wurden. Also man muss vorsichtig sein, wenn man die liest, weil es wirklich nur die Meinung der Autoren und Autorinnen ist. Wenn man dann ein Peer-Reviewed-Purpose hat. Also es gibt Journals. Viele Journals sind tatsächlich sehr problematisch, aber da gab es in der Vergangenheit auch schon viele Vorträge dazu, aber wir ignorieren das für jetzt. Ich schicke mein Paper zu einem Editor und der Editor schickt das dann an Reviewer. Reviewer sind andere Forscherinnen, die im Prinzip das kritisch betrachten, alles, was ich getan habe, und dann eben das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Wenn ich bezahle ein bisschen Geld dafür und dann wird das veröffentlicht. Jetzt will ich mir mal anschauen, wie funktioniert denn so ein wissenschaftliches Paper? Es gibt fünf wichtige Teile. Also es gibt den Titel, die Autorenliste, den Abstract, also die Zusammenfassung, den Text und die Bildchen. Der Titel ist sehr wichtig. Da steht im Prinzip drin, was das bedeutet. Also in meinem Beispiel könnte es sein, Bienen bevorzugen bestimmte Farben in Viola Tricolor. Danach ist die Autorenliste. Die Autorenliste ist eben die Liste der Autoren. Es kann alphabetisch sein oder nach der Größe dessen, wie viel sie gemacht haben. Also wenn es nach der Größe dessen, was sie gemacht haben, ist, dann ist es meistens irgendwie, der erste Autor hat alles gemacht, die in der Mitte haben nichts gemacht und das dritte ist der Professor, der dafür bezahlt hat. Der Abstract, die lange Zusammenfassung, ist im Prinzip eine Zusammenfassung dessen, was sie finden. Es ist normalerweise sehr, sehr, also wirklich sehr knapp beschrieben, aber oft ist es so geschrieben, dass auch Forscherinnen aus anderen Bereichen verstehen können, was passiert ist. Und der Text ist dann eben der normale Text. Da gibt es ganz viel Jargon und ganz viele besondere Dinge. Außer es interessiert dich wirklich extrem, wirst du meistens den Text nicht lesen. Wissenschaftliche Papers zeigen irgendwie die Meinung einer Forschungsgruppe, die aber eben peer-reviewed ist. Wenn du dich dafür interessierst, was ganz viele Leute meinen, dann solltest du wirklich ein Review-Paper schreiben. Das sind im Prinzip Review-Papers, die sich ganz viele verschiedene Papers anschauen. Okay, meine Forschung wurde jetzt veröffentlicht. Jetzt kann ich irgendwie mir andere Insekten anschauen. Jetzt könnte man sich denken, okay, mein Bienenzählen war wirklich super. Jetzt mache ich eine Presseveröffentlichung. Jetzt sagen die, boah, normalerweise wird da darauf fokussiert, was die positiven Dinge sind. Also die würden jetzt in dem Fall sagen, Bienen gehen gerne auf gelbe Blumen. Das, was da drin steht, ist meistens richtig, aber die
die Begrenzungen von diesen, die oft im Paper stehen, die werden da meistens nicht erwähnt. Also wissenschaftliche Journalisten, irgendwie Spektrum der Wissenschaft oder Scientific American, und diese Wissenschaftsjournalisten versuchen dann eben zusätzliche Quellen zu finden, Leute zu fragen und diese Wissenschaftssprache runterzubrechen. Also Wissenschaftsjournalisten, das sind die Quellen, die ich den meisten Leute empfehle, wenn sie etwas über etwas rausfinden wollen, was nicht ihr Hauptfeld ist. Hauptjournalisten, die veröffentlichen oft nur im Prinzip die wichtigsten kurzen Sachen. Da gibt es oft nur ganz, ganz wenige Beispiele und es gibt oft es wird oft irgendwie aus Versehen falsch dargestellt. Oh, und dann ist dein komischer Onkel, der irgendwas schreibt, und zwar meistens das Gegenteil von dem, was die Studie tatsächlich rausgefunden hat. Es wird dann irgendwie ganz schnell ein Spiel stille Post. Also irgendwie das Paper hat Pros und Cons, also positive und negatives. Im Press Release, also in der Presseveröffentlichung, gibt es dann nur noch die Pros. Wissenschaftsjournalismus hat dann Pros und Kontext. Und je weiter du im Prinzip weggehst vom ursprünglichen Papers, desto mehr wird die ursprüngliche Aussage verändert. Also Wissenschaftsjournalismus ist oft ganz praktisch, aber tatsächlich die Hauptjournalisten haben oft große Probleme. Natürlich könntest du dir auch selbst das Paper anschauen, aber diesen wissenschaftlichen Jargon zu verstehen, ist tatsächlich relativ schwierig. Also zum Beispiel Epidemiologists sind nicht Leute, die Epidemien verstehen. Und es gibt dann eben einige Leute, die so einige Beispiele raussuchen und so ein bisschen mit Daten rumspielen. Aber es kann halt dazu führen, dass es wirklich sehr, sehr verschiedene Ergebnisse gibt, wenn dann irgendwie Expertenstudien mit Nicht-Experten Studien tatsächlich konkurrieren und oft wird dann das Kürzere gewählt. Also es macht vielleicht Sinn, dass du dir überlegst, möchtest du das wirklich veröffentlichen? Machst du wirklich was Sinnvolles, wenn du das veröffentlichen? Jetzt so ein paar praktische Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Also ich möchte, dass ihr irgendwie ein Bauchgefühl entwickelt. Das sind die Fragen, die ich als erstes habe, wenn ich irgendetwas über Wissenschaft lese. Also ist das plausibel und folgt das dem wissenschaftlichen Konsens? Wenn die Antworten auf beides Nein sind, dann solltest du wirklich die Quellen überprüfen. Oft wird es tatsächlich ein bisschen übertrieben, um eben in den News aufzutauchen. Und um eine Idee über den Wissenschaftskonsensus zu bekommen, solltest du vielleicht nach etwas, das sich Joint Statements nennt. Also normalerweise gibt es da irgendwie ein Statement von Hunderten oder Dutzenden Wissenschaftlern, also zum Beispiel von Scientists for Future, die dann eben etwas veröffentlichen dazu. Du solltest dann auch nach dem Kontext schauen. Also wenn man zum Beispiel sieht, wir packen Zucker, Rüben auf eine Größe von 400.000 Hektoren, dann solltest du immer wissen, wer ist wir? Was ist die Zeit? Und sind 400.000 Hektoren viel im Vergleich zu anderen Beispielen? In diesem Beispiel 400.000 Hektar ist die jährliche Größe von, also ist jährlich die Größe. Also zum Beispiel Weizen wird in viel größerer wird auf viel größerer Fläche wachsen lassen. Also wenn du eine Nummer siehst, dann solltest du immer auch den Kontext dir anschauen. Jetzt möchte ich, dass ihr euch kurz überlegt, wie hast du dich gefühlt, als ich dir 400.000 Hektoren gesagt habe? Hast du dir überlegt, das ist wirklich, ich verstehe das nicht so richtig.
Also es ist ganz praktisch, sich zu überlegen, sich einen Referenzrahmen zu bilden. Also irgendwie verschiedene Zahlen zu sammeln. Zum Beispiel, wie viel Fläche verwenden wir überhaupt für die Landwirtschaft? Wie viel geben wir auf? Sind 100.000 Euro viel Geld dafür, wie wir öffentlich ausgeben? So eine Liste kann dafür sorgen, dass du eben nicht so viel Angst hast vor großen Zahlen. Und du solltest auch immer danach schauen, wer versendet die Informationen. Also oft ist es ganz gut, Journalisten und peer-reviewed Research, aber Lobbygroups und private Firmen, die veröffentlichen oft nicht so wirklich die Wahrheit. Also zum Beispiel Shell hat Studien dazu, dass Öl gut für die Umwelt ist. Und wenn wir jetzt das aber von NGOs lesen, anstatt von Firmen, dann akzeptieren wir das eher, obwohl NGOs genauso problematisch sind wie private Firmen. Und ich verwende die überhaupt nicht, um meine eigene Meinung zu bilden. Gute Journalisten haben Quellen in den Artikeln oder unter den Artikeln. Oft muss man aber für die Papers selbst schauen, also irgendwie schau nach den Namen, schau nach den Institutionen, schau nach den Journals, und oft gibt es dann diese Paywalls, also es ist schwierig, das rauszuschauen. Es gibt ResearchGate, das ist legal, und viele Forscher benutzen auch Sci-Hub, aber das ist eben illegal, das heißt, ich kann das nicht empfehlen. Liest du den ganzen Text oder liest du nur die Zusammenfassung? Es ist am einfachsten, die in wissenschaftsjournalistischen Artikeln zu schauen. Twitter ist auch relativ gut, vor allem, weil viele Wissenschaftlerinnen ihre eigene Forschung auf Twitter veröffentlichen und dort teilen. Und wenn es irgendwie kontrovers ist, dann wird es da oft auch Diskussionen geben. Das heißt, Twitter ist tatsächlich ganz gut für die Wissenschaftsgemeinschaft. Du kannst auch selber irgendwie schauen nach den Fakten. Wo wurde das Paper veröffentlicht? Wer sind die Autoren und wo gehören die hin? Sind die jetzt bei Shell oder so? Und wie haben sie die Experimente gemacht? Das ist ein bisschen schwierig, wenn man das Thema nicht kennt, aber wenn du das Thema kennst, dann mach das einfach. Es ist so, dass das Zeit braucht, um diese Fakten zu überprüfen, aber es ist tatsächlich wert, besonders wenn du eben Daten veröffentlichst und Leuten davon erzählen möchtest, dann solltest du es immer überprüfen. Du solltest also, es ist eben auch möglich, dass du dafür sorgst, dass es eben weniger notwendig ist, so viel Fakten zu überprüfen. Also teile nicht so viele Sachen, von denen du dir nicht sicher bist. Teile Sachen, die, wenn Dinge zu gut wirken, dann teile sie einfach gar nicht. Und sorg dafür, dass irgendwie tatsächliche Wissenschaft die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Und es ist tatsächlich ganz gut, wenn man eben tatsächlich Wissenschaft sich anschaut, anstatt alles zu vertrauen. Also es ist immer ganz gut, sich wirklich die Fakten nochmal anzuschauen. Entweder korrigierst du einen Fehler oder du kannst es halt nochmal verstärken in deinem Gehirn. Also wie mache ich das? Wenn ich jetzt was lese, dass ich irgendwie jemand, der über Pflanzen schreibt, dann vertraue ich dieser Quelle eben auch, wenn sie über Dinge schreibt, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. Also wenn jemand von Twitter auf einen Artikel von der nicht so guten Liste verlinkt, dann schaue ich vielleicht noch nach einer anderen Quelle. Also die Fakten überprüfen ist tatsächlich nervig, aber Wissenschaft ist das auch. Und so solltest du irgendwie die Skeptik internalisieren und damit
tatsächlich Wissenschaft verstehen. Und das war jetzt mein Versuch, Wissenschaft besser zu verstehen. Bitte, wenn ihr Fragen habt oder Feedback habt, dann meldet euch bei mir, am liebsten auf Twitter. Es gibt Quellen für dieses, Quellen für meinen ganzen Talk auf Twitter und auf der Webseite. Vielen Dank. Ja, Joram, vielen Dank für den Talk. Okay, vielen Dank. Der Vortrag war wirklich sehr interessant. Und nun kommen Fragen. Zunächst einmal, wo ist der Signal Angel, der Frage aus dem Internet uns beschert? Also, die Fragen. Ja, wir bewahren auf die Fragen. Okay. Very good. The first question is there a difference between reviewed articles? Gibt es einen Unterschied zwischen reviewten Artikeln und Metastudien? To my knowledge, there isn't really a category. Es gibt also keinen kategorischen Unterschied zwischen diesen beiden. Viele Studien zu fassen die ganzen Sachen, die Erkenntnisse zusammen, aber also wie ich schon gesagt habe in dem Talk, es ist manchmal wirklich schwierig, diese Studien selber zu machen. Das heißt, manchmal anstatt dass du eben selbst die Forschung machst, veröffentlichst du eben eine Zusammenfassung dessen, was andere gemacht haben. Und das sorgt halt dafür, dass, und dann sagst du auch, welche Studie hatte welche Probleme. Und welche andere Studie kann da vielleicht helfen? Und das erlaubt dir halt zusätzliche Ergebnisse zu finden, sodass du das nochmal einreichen kannst bei einem Journal. Und dann kannst du eben sagen, dass deine Ergebnisse besser sind. Also Metastudie, wenn sie in einem Wissenschaftsjournal veröffentlicht wurde, ist auch peer-reviewed, ist auch sehr gut. Und oft sind Metastudien die Studien, die du dir wirklich anschauen möchtest. Und um eben die Fragen, die dich als Nicht-Experte umtreiben, zu beantworten. Also wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob Ballaststoffe gut für dich sind, dann sagst du dir eben, dort kannst du die Antwort finden. Vielen Dank. Gut an. Und eine weitere Frage dazu. Is there anything you can say in this regards about the reproducibility? Kannst du etwas zu der Reproduzierbarkeitskrise in vielen wissenschaftlichen Feldern sagen? Yeah, that's a very good point. I mean, that's something that I didn't mention at all in the talk because for pretty much like complexity reasons, because ich habe das jetzt nicht im Vortrag erwähnt, weil das ein recht komplexes Thema ist. Es ist wahr, dass wir damit ein Problem haben. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, wie häufig diese Probleme auftreten. Und Wissenschaftler nehmen ein Paper und dann versuchen andere Wissenschaftler, die Studie zu reproduzieren. Und in dem Paper steht dann halt immer eine Beschreibung, wie die Experimente gemacht wurden. Und dann versuchen die, das halt nachzukochen. Und wenn sie das dann nochmal versuchen, dann gibt es halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht die gleichen Ergebnisse haben. Und daher sehen wir halt, dass Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit ist ein ernsthaftes Problem in der Wissenschaft. Und daher müssen wir aufpassen, dass wir Wissenschaft halt auch danach messen, wie reproduzierbar sie ist. Und man will halt nach Möglichkeit immer mehrere
Wege haben, wie man das gleiche Ergebnis zeigt, um seine wissenschaftliche Erkenntnis zu untermauern. Und wenn es halt eine Unstimmigkeit gibt zwischen dem ersten Ergebnis und dem Versuch der Reproduktion, weiß man halt auch nicht, okay, wer hat eigentlich jetzt hier einen Fehler gemacht, die erste Gruppe oder die zweite Gruppe. Und das kann halt auch an der Versorgung mit bestimmten Chemikalien liegen, dass da dann der entscheidende Unterschied ist. Und man weiß halt nicht wirklich, okay, woher kommt der Unterschied? Warum ist das nicht reproduzierbar? Und wenn man jetzt 10 Studien nimmt, dann sind 8, ja, also genau, wenn man 10 Studien hat und 8 zeigen das Gleiche, dann kann man sich halt deutlich sicherer sein, dass diese 8 Studien richtig liegen. Aber also das waren jetzt viele Wörter, um zu sagen, das ist recht kompliziert, die Reproduzierbarkeit. Aber ich würde mir darüber nicht zu viele Sorgen machen. Also dass das, ich denke nicht, dass diese Reproduzierbarkeitskrise die wissenschaftliche Methode selbst ungültig macht. Recooking of another person's study. Yeah, speaking of. Okay. Also zum Thema Veröffentlichungen. Wie können wir umgehen mit der Kultur des Veröffentlichen oder Untergehen? Okay, ja, es gab da einige kluge Blogposts dazu. Wir müssen darüber nachdenken, wie halt Wissenschaft finanziert wird. Das ist auch etwas, was ich jetzt im Vortrag nicht erzählt habe, weil es zu sehr komplex ist. Defined by a decision-making process. At one point, somebody decides who gets the money. And to get the money, they need a qualifier to decide. Like there is 10 research groups or 100 research groups that write a grant and say, hey, we need money because we want to do research. Also die Frage ist halt immer, wer soll das Geld eigentlich kriegen, weil das muss halt verteilt werden auf die Wissenschaftler und das ist problematisch. Money to everyone because we spend money in budgets on different things than just science. Also das nächstbeste, was dann gemacht wurde, war halt, dass man gesagt hat, okay, die Leute, die halt die bedeutsamsten Papers, also Veröffentlichungen gehabt haben, die sollen dann das Geld kriegen. Und man kann halt sehen, wie das ein Problem ist, weil Leute, die halt nicht so viele Veröffentlichungen haben, die kriegen dann auch nicht so viel Geld. Und daher kommt halt diese Publish or Perish-Idee, also dass man, wenn man nicht veröffentlicht, vergeht man halt in der wissenschaftlichen Karriere. Und das bedeutet halt, dass man sehr abhängig ist von den Veröffentlichungen. Und das ist ein sehr schweres Problem zu lösen. Weil das ist etwas, was halt die Wissenschaft sehr davon entfernt, wirklich nur Neugierde getrieben zu führen, weil Geld halt so eine große Rolle spielt. Und ich wünsche mir halt, dass die Geldgeber andere Kriterien nehmen würden als nur die Papers, also die Veröffentlichung, um zu entscheiden, wer das Geld kriegt. Und es gibt halt viele Faktoren, die beeinflussen, ob Wissenschaft gut ist. Es geht halt auch um Sachen wie, also es sollte halt auch berücksichtigt werden, wie viel, also das Problem ist halt auch, wenn man viel Lehre macht an der Uni, dann hat man halt nicht so viel Zeit, um zu forschen und man muss halt einen Kompromiss finden. Und es wäre halt gut, wenn man mehr Finanzierung hätte von kleineren Gruppen. Also wenn man jetzt ein Experiment macht und das klappt nicht, dann kann man es auch nicht so wirklich veröffentlichen, gibt keine Veröffentlichung und man kriegt kein Geld. Und wir sollten halt weg von diesem Publish-or-Perish-Paradigma.
Yeah, another question that is closely connected to that is why are there so. Eine andere Frage, die sich direkt damit da anschließt, ist, warum gibt es so wenige stabile Stellen in der Wissenschaft? Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hat, das ist eine sehr deutsche Antwort, aber die hat eben festgestellt, es wurde kodifiziert, dass du eben nur bestimmte Anzahl an Jahre damit verbringen kannst, Forschung zu betreiben, also 12 Jahre. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber es gibt eben dieses, dieses Zeitlimit, dass du eben nur eine bestimmte Anzahl an Jahren an diesen begrenzten Zeitverträgen arbeiten darfst. Aber jede Art von Finanzierung ist fast immer mit Zeitverträgen. Manchmal an Universitäten, manchmal woanders. Und Universitäten haben eben nicht so viel Geld. Und wenn du nicht dauerhaftes Geld hast, dann darfst du nicht dauerhaft, dann kannst du eben keine dauerhaften Positionen ausgeben. Und Professoren ändern sich. Und Universitäten und Forschungsinstitute sagen eben, wir haben 15 Forschungsgruppen, wir haben Geld für 15 Gruppenleiterinnen und damit 15 Professorinnen. Und wer dann unter diesen Professoren und Gruppenführerinnen angestellt wird, die werden dann eben nur unter Zeitverträgen angestellt. In Großbritannien gibt es zum Beispiel Lecturer Position, wo man eben eine dauerhafte Position bekommt, ohne voller Professor zu sein. Und es ist dann wirklich ein Problem, dass wir sehen, überall auf der Welt, und Deutschland hat eben seine eigenen Probleme, die es wirklich sehr unattraktiv machen, in Deutschland Forschung zu betreiben. Langfristig. Ja, das ist wahr. um jetzt zu den Leuten zu kommen, die Wissenschaft machen, die das halt nur für den Spaß machen und weniger fürs Geld. Die Frage ist, kann man eine Veröffentlichung machen in einem Gebiet, wo man eigentlich nicht offiziell forscht? Ja, technisch ist das möglich, aber es gibt Probleme. Das erste Problem ist, es kostet Geld. Also es ist nicht kostenlos. Man bezahlt Geld irgendwie zwischen 1.000 und 5.000 Dollar, je nachdem, wo man es eben einreicht. Dann oft gibt es irgendwie formale Probleme. Also vor kurzem war ich auf einem Paper drauf, und ich mache eigentlich nicht mehr Forschung aktiv, und in meiner Freizeit habe ich das eben gemacht, und ein Freund von mir hat da eben Forschung gemacht, relativ Grundlegendes, und er hat mich da halt draufgesteckt. Und es gibt dann irgendwie so ein Formular, wo man eben sein Institut aufschreiben muss, und ich habe kein Institut. Und dann habe ich mir so gedacht, wie packe ich denn das auf dem Papier, auf dem Paper werde ich jetzt als unabhängiger Forscher oder unabhängige Forscher drauf sein? Und manche Journals sagen aber, wir wollen nur Leute, die irgendwie an Institutionen sind. Also oft muss man eben an Institutionen sein. Und es gibt dann manche Wege, die eben zu sind, wenn man keine Institutionen hat. Ich weiß, manche Leute von DIY Science, also selbstgemachte Wissenschaft, die haben Partner in der Wissenschaft, die ihnen eben damit helfen, zu veröffentlichen und auch eben Zugriff auf bestimmte Dinge zu haben. Also zum Beispiel auf Chemikalien, die man eben nur bekommt, wenn man an einer Uni ist oder an einer akademischen Institution ist. Ich weiß, viele Leute haben diese Partnerschaften und arbeiten eben zusammen, und das erlaubt ihnen eben, Forschung zu betreiben und es tatsächlich zu veröffentlichen. Weil ansonsten, wenn man das eben nur in seinem eigenen Schlafzimmer macht, dann gibt es eben sehr viele Probleme, die man wirklich nicht machen kann. Aber wenn du wirklich motiviert bist, dann kannst du das hinkriegen. Okay, sprechen wir nun um den
über den Elefanten. Also was kann man jetzt gegen die alternativen Fakten machen, wie Corona oder diese 5G Verschwörungstheorien, die umherkreisen? Also es ist sehr schwierig, dagegen vorzugehen. Weil viele Leute nicht mit der wissenschaftlichen Methode vertraut sind. Ja, das ist schwierig. Und ich habe jetzt viele verschiedene Ansätze gelesen von nicht über die Fakten zu reden, weil oft Leute, die irgendwie sehr Meinungen haben, die haben tatsächlich sehr viele falsche Fakten in ihrem Kopf. Und du selbst hast vielleicht nicht alle Fakten. Und weil diese Person hat irgendwie Klimafakten und Impfungsfakten und 5G-Fakten und hat eben extrem viele. Also du selbst wirst vielleicht nicht so viele haben und nicht so gute, in Anführungszeichen, Fakten. Also über die Fakten zu argumentieren ist sehr schwierig, weil viele Leute wollen eben sehr schnell Meinungen bilden. Und weil wenn du dann irgendwie, dann kommt ein Fakt, du musst diesen Fakt entkräftigen, dann musst du noch einen Fakt entkräftigen und so weiter. Und ich habe ein Paper gesehen, die dann eben versucht haben, das Ganze argumentativ zu machen. Also schau, du hast irgendwie falsche Ergebnisse von deinen Fakten geschlossen. Also du hast gesagt, aus A folgt B, aber tatsächlich folgt das natürlich nicht kausal von A. Also du kannst dieses Ergebnis gar nicht haben. Also du kannst versuchen, das irgendwie auf einer Meta-Ebene zu zerstören. Aber das ist natürlich auch schwierig. Und Menschen glauben irgendwie an diese Fakten extrem. Und sie glauben nicht wirklich an Logik. Also Logikargumente werden da nicht so wirklich funktionieren. Ich glaube, was wirklich hilft, ist sehr viel so kleine Dinge. Also Wissenschaft mehr einfacher zugreifbar zu machen, einfacher fassbar zu machen. Natürlich, ich bin Wissenschaftskommunikator, das heißt, ich habe da auch einen Bias selbst, aber eben diese ganzen falschen Fakten sind ja natürlich kostenlos und wirklich überall verfügbar, auf Facebook und so. Das heißt, wir brauchen das Gleiche auch für echte Fakten. Und das ist auch tatsächlich schwer zu machen, vor allem in der Wissenschaftskommunikation. Wie machen wir das? Sollten wir das machen? Wie können wir das irgendwie, sollten wir präsenter in sozialen Medien sein? Sollten wir Dinge vereinfachen? Aber wo kriegen wir das hin, dass wir es eben nicht zu sehr vereinfachen? Und es gibt da wirklich sehr viel Diskussionen und wir lernen auch immer noch sehr viel daran. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die verstehen, wir brauchen Leute, die richtige Fakten genauso schnell und genauso gut finden wie diese falschen Fakten. Wir brauchen Wissenschaft, die kommuniziert wird als etwas, das ich teilen kann auf Facebook. Also nichts, das irgendwie das Falsche wiederholt, sondern etwas, das irgendwie, wir müssen genauso überzeugend sein wie diese ganzen falschen Memes und falschen Dinge. Und ich glaube, viele Leute machen das jetzt, vor allem auf Instagram. Es gibt immer mehr Leute auf TikTok auch, die solche Dinge tun und die das auch wirklich hochqualitativ, aber relativ einfache Sprache verwenden. Und die es damit wirklich sehr einfach machen zu kommunizieren. Und ich glaube, das hilft. Und ich glaube, das hilft mehr als sehr komplizierte Seiten, die irgendwie diese falschen Fakten entkräftigen. Wir brauchen das auch als Referenzen, aber wenn wir eben wollen, dann müssen unsere Fakten genauso einfach sein, diese Fakten zu bekommen wie falsche Fakten. Also direkt damit verbunden ist halt, wie wir unsere Unsinnsdetektoren justieren. Und zum Beispiel, wenn jetzt etwas sehr Erfreuliches, wenn man das liest, was die eigene Weltanschauung
bestätigen scheint. Wie gehst du selber damit um, wenn du Sachen siehst, die halt einfach zu gut sind, um wahr zu sein, im Hinblick auf deinen Bullshit-Detektor? Also ich glaube, dass das Hauptding ist halt wirklich Übung. Also versuch es. Versuch etwas zu finden, das irgendwie diese Geschichte brechen würde. Also natürlich nicht bei jeder Geschichte, aber immer mal wieder einfach eine Geschichte und versuch einfach rauszufinden, was da falsch ist. Und im Prinzip versuch dann mal das Endergebnis zu vergleichen mit dem du angefangen hast. Und schau, ob es irgendwie Dinge gibt, die nicht gleich sind, die nicht zusammenpassen. Und dann übe das. Und ich weiß, das ist viel Arbeit. Und ich glaube, das ist irgendwie das, wie man das wirklich machen kann. Also immer üben, immer aktiv sein. Der andere Weg ist, Leute zu finden, deren Meinungen du vertraust, und folge ihnen auf Podcasts, in sozialen Medien, auf YouTube, wo auch immer. Und besonders am Anfang, wenn du sie nicht kennst, dann sei sehr kritisch von ihnen. Es ist einfach, irgendwie jemandem zu folgen, der tatsächlich nichts weiß. Aber in dieser Wissenschaft gibt es irgendwie Leute, denen man wirklich folgen kann. Also zum Beispiel MinKorrekt, methodisch inkorrekt, kann man folgen. In irgendwie fast allen wissenschaftlichen Bereichen. Also die verstehen wirklich, wie Wissenschaft funktioniert. Und das sind gute Orte, um zu starten, mit einer gesunden Dosis von Skepsis. Und normalerweise ist es auch gut, das zu wissen, dass Geschichten nicht so interessant sind, wenn man zu den Details geht. Also ich bin ein großer Fan von CRISPR, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Krankheiten damit heilen können. Ich glaube, wir können nicht alles damit machen. Wir können natürlich mehr machen, als wenn wir es nicht hätten, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alles machen können. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie das Leben verlängern können, weil wir CRISPR haben. Und es ist einfach ganz gut, sich zu überlegen, was genau ist da wirklich und wie viel. Also irgendwie, und bring es einfach 20% runter. Also irgendwie, wenn du jetzt neue Technologie hast und dich darüber freust, dann sei dir einfach bewusst, dass wir eben diese massiven Sprünge machen. Und wir sollen uns eben nicht so extrem darüber freuen. Sehr gut, letzte Frage. Welche Programme hast du verwendet, um diese Zeichnung zu machen? Oder viele Leute werden das nicht sagen wollen, weil es klingen wird wie. Und ich benutze ein iPad mit einem Pencil, also mit einem Stift. Ich benutze Finity Designer. Das funktioniert sehr gut. Und so habe ich die alle gemacht. Und die habe ich alle zusammen gemacht und habe sie irgendwie alle mit Apple Final Cuts veröffentlicht. Und es klingt irgendwie so, als würde ich Apple und Mac wirklich veröffentlichen oder wirklich unterstützen. Es gibt sicherlich Alternativen, aber das ist der Workflow, der für mich funktioniert. Und ich kann sagen, dass ein iPad mit einem Stift und Infinity Designer wirklich sehr stark, sehr weiterkommen mit einfachen Bildern, die wirklich sehr einfach sind und die sehr gut so rüberkommen. Weil dieses iPad eben eine Undo-Funktion hat, kann ich wirklich eben alles löschen und alle meine Probleme, weil ich bin jetzt nicht so ein toller Künstler, kann ich das eben machen. Und Vektordateisysteme und eben ein Stift waren wirklich meine besten Freunde dabei. Sehr schön. Okay. Vielen Dank für deinen Vortrag und du scheinst dich sehr über deine Arbeit zu freuen oder mit dir zufrieden zu sein. Ja, das ist super, weil das ist tatsächlich meine Arbeit. Perfect. Thank you very much.
Eine Runde Applaus bitte. Und jetzt noch ein paar Ankündigungen. Jetzt kommt die Herald News Show. Und es gibt keine weiteren Ankündigungen. Leider. Aber ich denke, die Zuschauer wissen, wie sie in Kontakt mit dir treten können.